Was haben wir hier? Ein Auge. Pieks. Kann sich gar nicht so schnell drehen. Und mehr Bomben. Mehr Bomben. Immer mehr Bomben. Und ganz viele Jipjips. Weißt du was? So. Sterbt, Drecksviecher. Sterbt. So. Gehen wir hier auch noch rein. Und guck mal. Oh Gott. Das geht aber noch. Ist kein so schlimmer Raum. Pieks. Pieks. Und Pieks. Nee, doch nicht. Jetzt aber noch Pieks. So, hier oben könnte der geheime Raum sein. Gerade komisch geruckelt. Fast zur Hölle. Sowas kann ich aber gar nicht leiden. Oh Gott, nein. Nicht so ein Bombenviech von denen. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Da muss ich ein bisschen Reichweite beweisen. So ungefähr. Okay. Hat aber noch funktioniert. Und hier oben. Oh, mehr Jip-Jips. Da, super. Einer davon ist schon mal verlangsamt. Und ja. Einen habe ich davon erwischt. So. Und jetzt haben wir da noch das komische Champ. Ja, genau. Das Champion-Fleisch, wollte ich sagen. So, da oben, Geheimraum. Nein. Schade, hier ist gar nichts. Eine Sackgasse, das hat sich ja richtig gelohnt, hier lang zu gehen. Ah, nein. Gehirn, stirb. Crap, ouch. Ja, ich laufe natürlich noch drauf. Och, Snizzle, was machst du denn da? Muss das denn sein? So ein schöner Run und du machst den so kaputt. Das ist ja wohl nicht zu glauben. Okay. Auf nach unten. Und hier. Und hier. Und dann nach unten vielleicht mal. Ich suche ja eigentlich nur den Boss. Hier gibt es ja eh nichts mehr. Die Shops sind alle weg. Die Itemräume gab es von Anfang an nicht. Eigentlich suche ich nur den Boss. Ja, und vielleicht den Geheimraum. Aber so lala, Geheimraum. Ich meine, was sollte da jetzt noch groß drin sein, was ich hier brauchen könnte? Pieks. Zack, au, ouch. Das fand ich nicht in Ordnung. Schon wieder sowas. Eine Frechheit. Hier könnte der Geheimraum sein. Immer noch nicht. Das ist doch nicht wahr. Wo ist denn der Geheimraum? Verdammt. Ein halbes wenigstens gibt es hier schon mal. Da oben war noch was. Ich glaube, das war ein ganzes. So. Die Gabel. Ja, na klar. Die will ich überhaupt nicht haben. Geh doch weg. Mistding. Der Rusted Key, den will ich auch nicht haben. Och, ja, ganz viel Geld. Ist schön, aber unnötig auf so einem Stockwerk. Die Pips sind nicht so fein, finde ich. Aua, ja. Verdammt. Jetzt werde ich langsam richtig sauer hier. Kann man sich denn so eine schöne Sache hier so kaputt machen gerade? Und dann lässt er sich auch noch von sowas treffen. Das gibt's doch einfach nicht. Die kommen auch gerade fies raus. Immer hinter mir oder in meinem Laufweg. Sieht man ja selten sowas. Komm, Pieks. Jetzt muss ich tatsächlich mal gerade noch kurz nach dem Geheimraum gucken. Ich weiß jetzt wenigstens schon mal, wo der Boss ist. Nein. Er kann doch jetzt nur noch hier oben sein, oder? Alles andere wäre doch echt... fies. Echt fies. Na, geht doch. Was war das? Ich weiß gar nicht, was das genau ist. Ich nehme es einfach mit. Raw Liver. Oh, HP ab. Na klar, nehme ich mit. Oh, sogar um 2. Awesome. Und ich bin voll geheilt. Das ist natürlich geil. Okay, also gehen wir zum Boss. Auf geht's zum Boss. Und das ist der Blastocyt. Heißt da tatsächlich, okay. Angriff, Attacke, Attacke, Bert, immer drauf da. Der ist zwar nicht schwer, aber ich dachte mir, hey, wir haben das Unicorn-Horn, da können wir es auch benutzen. Hey, hört mal auf damit. Kommt doch gar nicht an euch ran so. Geht doch nicht. Macht man nicht. So, einer weniger und den da kriege ich auf jeden Fall ganz schnell. Na, verdammt, Mistding, komm, zack, so, die Pillentasche, das war Found Pills, ja, komm, ich nehme das einfach mal, das weiß ich nicht, was es ist, Tearstone, na toll, da kriege ich sogar 2 von, das ist ja super, und das ist Bad Gas, na ja, toll, also nochmal Tearstone, nach Squeezy, das ist natürlich schade, okay, weiter geht's nach unten. Mom's Heart sollte eigentlich kein Problem, nee, da gehe ich diesmal nicht rein, nicht ohne meinen... Also nicht ohne die 2 Herzen irgendwie wiederkriegen zu können.
Okay, die könnte ich natürlich hier an dem Typen wieder kriegen. Ich habe 83 Münzen. Und ich sehe schon mal, wo der Boss ist. Das ist ja eigentlich nicht schlecht. Ich will mal gucken, ob ich irgendwie... Ja, genau. Und jetzt gib mir 2 Herzen. Dann kann ich mir das nämlich leisten. Beziehungsweise 1,5, dann kann ich es mir leisten. Oder ja, genau. Komm. Du willst es ja scheinbar auch. Okay. Nein. Ah, das war blöd. Das war so blöd. Das war so blöd. Okay, jetzt muss ich erstmal gleich gucken, dass ich... Jetzt muss ich das erstmal wieder loswerden. Auf dem Weg zum Boss. Oh Gott. Das könnte sehr schnell passieren hier. Ach du Scheiße. Ja. Da war gerade wieder... Ich konnte wieder nicht gleichzeitig in die eine Richtung schießen und in die andere Richtung laufen. Ich sollte vielleicht wirklich mal das Gamepad anschließen. Okay. Das ist natürlich auch nicht schön. Wenn jetzt noch so ein Typ da... Aua, dazu kommt. Okay. Au! Zur Hölle! What the fuck? Moment, ich brauche es ja nicht schießen. Ich kann auch einfach in ihn reinlaufen. Okay, wir haben es also wieder verloren. Das ist auf der einen Seite natürlich scheiße, auf der anderen ist es egal. Denn das bedeutet, wir gehen jetzt hier rein, spielen nochmal um 1,5 Herzen und können dann auch da unten in den Stachelraum rein. Das wollte ich ja von Anfang an. Das war ja eigentlich der Sinn der Sache. Dadurch, dass ich das blaue Herz genommen habe, hätte ich das blaue Herz ja für den Stachelraum ausgegeben. Das wäre ja sinnlos gewesen. Denn ich habe es ja auf dem Weg quasi sowieso verloren. Macht das Sinn, was ich sage? Ich glaube schon. Ich habe mir das sehr genau überlegt. Und ich glaube nicht, dass das der Schnupfen ist, der noch spricht. Auch wenn ich langsam merke, dass meine Stimme etwas nasal wird. Wir sollten also nicht mehr zu lange für den Run hier brauchen. 45 Minuten haben wir inzwischen. Ungefähr. Ja, komm, 1,5. Nein! Ich brauche doch nur 1,5 Herzen. Gib mir 1,5 Herzen, du dämliches Mistvieh. Los! Oh Mann! Na gut, Bomben sind ja eigentlich ganz toll und praktisch und überhaupt. Aber will ich jetzt gerade nicht. Komm! Was Ordentliches. Nein! Ja. Gib mir Herzen. Gib mir Herzen. Aha. Der und seine blöden Fliegen auch, ne? Es gibt er mir Skatole und dann bewirft er mich mit Fliegen. Was soll denn das? Ja, genau, die will ich haben. Und jetzt... Nein! Ah! Verdammt! Lass dir doch nicht alles aus dem Hütchen ziehen. Oder so. Du bist ein selten nerviger... Komm, jetzt ist aber mal auch hier langsam gut. Gib mir das jetzt her. Mann! Entschuldigung, dass ich mich hier so künstlich aufrege. Ah, komm, jetzt gib mir doch einfach nur 1,5 Herzen. Dann bin ich doch zufrieden, Mensch. Ich spring den gleich in die Luft, ich habe gleich keine Lust mehr. Na los! Schlüssel, 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 wer braucht denn Schlüssel? Ja, ich brauche theoretisch Bomben, aber nicht so viele. Ich habe ihm von Anfang an gesagt, was ich gerne haben möchte, aber nö. Es wäre ja zu einfach. Gib mir Stuff. Bitte. Ob es wohl hilft, wenn ich nett zu ihm bin? Ich habe jetzt, wie viele Münzen habe ich jetzt schnell irgendwie verbraten? 25? Jetzt, das kann doch nicht wahr sein. Ich will doch einfach nur 1,5 Herzen. Und ich habe sogar schon 1000 Mal mit dem um die blöden Herzen gespielt und jedes Mal verliere ich. Ich würde ihn gerne erstechen, wenn das ginge. Geht's aber leider nicht. Komm. Nein, Herzen. Ich glaube, ich bleibe jetzt mal auch hier, bis ich diese Herzen kriege, ne? Ich will jetzt einfach diese blöden Mistherzen haben. Komm. Gib mir jetzt diese Herzen. Spiel ich halt mal von der anderen Seite. Vielleicht hilft es ja. Das ist ein Schlüssel, kein Herz. Los, ich will jetzt nicht auch noch den 5. Take verhauen wegen sowas hier. Ja, nein. Also, ja, doch. Also, ach, ist jetzt erstmal egal. Ich gehe jetzt erstmal in den Raum rein und dann machen wir das. So. Und jetzt sind natürlich Spinnen drin. Es war irgendwo klar, oder? Es war irgendwo völlig klar. Und jetzt brauche ich nur noch ein halbes. Das musst du mir jetzt aber auch wiedergeben.
Dieser Bettler. Und jetzt schmeißt er mir noch mit Geld zu, damit ich weiterspielen kann. Kann der auch explodieren oder so? Ich meine, Skatole kriegen, dass er verschwindet, kann ich ja jetzt nicht mehr. Das habe ich ja schon. Oh, 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 Crap. Das kann natürlich passieren. Und dann sprengt er sich quasi selber in die Luft. Das liegt im Bereich des Möglichen. Ach, du bist doch ein Dussel. Komm, mach doch einfach mal was Sinnvolles. Okay. Das war offensichtlich ein Selbstmord. Schon bezeichnet, dass er das tut, wenn ich ihm sage, er soll was Sinnvolles machen. Dann begeht er Selbstmord. Sau schlau, der Typ. Oh Mann. Okay, wir gehen weiter nach rechts. Uah, da ist wieder so ein Vieh. Autsch. Ja, genau. Direkt mein schönes blaues Herz mitgefressen. Finde ich ja super. Kann ich in den... Ja, ich kann in den reinlaufen. In den natürlich auch. Das hatten wir ja schon gemacht. In den kann ich auch einfach reinlaufen. Mehr oder weniger. Uah! Okay, ich habe den Mini-Mushroom. Das sollte ich vielleicht sehen und merken, denn sonst bin ich ein bisschen überrascht von meiner Schnelligkeit und das ist dann nicht so gut. Hallo? Peaks? Geht doch. Warum komme ich nicht rein? Warum gehe ich nicht? Autsch! Hier jetzt noch hin. Das war auch wieder richtig dämlich getroffen. Und da ist natürlich noch eine Trollbombe drin. Super, ganz toll. Könnte überall noch der Geheimraum sein, ne? Sollte ich vielleicht mal gerade durchschauen. Ich habe jetzt so viele Bomben gewonnen bei dem blöden Spielmann da. Nein. Und dann gehe ich gleich oben rum. Der Raum, der Bossraum war, glaube ich, oben rechts, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe ja ganz kurz den gesehen durch den Mushroom. Jetzt liege ich schon gleich bei beiden Eingängen, was ich mir nicht vorstellen kann, dass beim ersten direkt der Geheimraum ist. Das ist auch toll. Okay. So. Dann würde ich gerne hier oben rum. Wenn das denn... Ah, dieser blöde Isaac-Klon, ne? Mistding. Durch was ich hier Leben verliere, ne? Traurig, traurig. Ganz, ganz traurig. Aber ich töte auch die Yip-Yips so langsam. Ich wundere mich ein bisschen. Ich dachte eigentlich, die halten nicht so viel aus, aber scheinbar halten die eine ganze Menge aus. Einmal Messer hin und zurück, das ist ja krass. Krass und unerwartet. Was haben wir hier? Tier ist wieder ab. Okay, das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir... Das kann doch nicht sein. Wo ist denn der Boss? Der muss ja hier unten rum. Doppel-Envy? Wollt ihr mich verarschen? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, Hilfe. Aua, 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 aua. Shit. Das ist nicht gut. Aber die kleinen Envys scheinen zu sterben, wenn sie in mich reinlaufen. Immerhin. So ungefähr. Zack und zack. Autsch, genau. Lass dich noch treffen, Snizzle. Das gibt's nicht. Das gibt's. Wow. Oh crap. Oh crap. Oh crap. Oh crap. Oh crap. Und dann kommen da auch noch die kleinen Champions raus. Warum? Ja, genau. Schubdawup. Oder wie auch immer das heißt. Ja, ein halbes Herz. Schön. Das könnte es gleich gewesen sein für meinen One-Up-Pilz. Das ist natürlich schlecht. Marmes Herz sollte zwar kein Problem sein, aber ich habe ein bisschen Panik vor Isaac mit dem Messer. Also ich habe grundsätzlich hier vor den ganzen Räumen auch Panik, wobei ich ja nicht nochmal Räume kriege. Für, also in der Kathedrale, sobald ich jetzt Marm einmal... Oh, das ist ein wunderschöner Raum. Ja, so gefällt mir das. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, Marmes Herz mit einem Herz zu töten. Beziehungsweise Idlips muss ich mit einem Herzen töten. Das ist natürlich schlecht, denn sobald es mich einmal trifft, dann bin ich tot. Okay, wir machen das Ganze also nochmal. Es war auch ziemlich dämlich, was ich da gemacht habe. Ich hätte das vielleicht tatsächlich direkt mit den Bomben machen sollen. So also. Okay. Und ich glaube aber, das Ding macht relativ viel Schaden an Mams Heart. Geht also. Okay. Sollte also halbwegs... Ja, genau. So darf man sich einfach nicht treffen lassen von solchen Gegnern. Das ist natürlich auch dämlich. Ich glaube, da wurde ich gerade schon wieder getroffen. So. Nicht überall noch seine hässlichen Häufchen hin hier. Hör auf damit. Das macht man nicht. Kannst du nicht einfach in die Öffentlichkeit einfach irgendwelche Häufchen hinlegen? Warum konnte ich den jetzt nicht treffen? Autsch! Oh, crap. Ich glaube, der... Nein, das gibt es doch einfach nicht. Diese blöden Knights auch schon wieder, ne?
Ich kann die irgendwie nicht treffen, wenn die verlangsamt sind mit dem Messer. Das kann doch nicht sein. Warum nicht? Warum geht das nicht? Na komm. So. Geht doch. Oh Mann. Könnte ich hier echt noch leben durch sowas? Geil. Autsch. Oh crap. So. So. Und so. Und oh. Okay, das ist jetzt wird's. Jetzt könnten wir ein Problem kriegen unter Umständen. Ja, komm. Es geht nicht anders. Wir müssen jetzt echt gut spielen. Ich gehe jetzt direkt zu. Wo ist meine Emperor-Karte? Wo ist meine Emperor-Karte? Ist weg. Warum ist meine Emperor-Karte weg? Oh crap. Oh crap. Oh crap. Meine Emperor-Karte ist weg. Nein. Oh toll. Und dann solche Gegner. Zwei sogar davon. Oh Mann. Ist nicht wahr, ey. Und ja, genau. Noch eine Trollbombe. So ein blödes. Ja, Mistspiel. Ja, ich suche jetzt den geheimen Raum. Denn der könnte mir jetzt echt noch den Arsch retten. Er muss mir eigentlich sogar den Arsch retten. Wenn er das nicht tut, habe ich ein großes Problem. Ich brauche Herzen jetzt, ganz dringend. Denn mit nur 3 Herzen, glaube ich, könnte Isaac ein sehr, sehr großes Problem werden. Oh ja, genau, ein Opferraum. Alles klar. Oh crap. Oh crap, oh crap. Die sind out. Ich wollte gerade sagen, ganz okay mit dem Messer, aber das scheint dann doch nicht der Fall zu sein. Schade eigentlich. Nein, 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 nein. So. Gib mir bitte Herzen. Nein, das sind keine Herzen. Ja, das ist bang, ne? Hätte mir jetzt wieder alles retten können. Hier könnte der Geheimraum sein. Rechts. Gucken wir mal. Ja, aber da werden wahrscheinlich keine Herzen drin sein. Nein, da ist Geld drin. Geld brauche ich jetzt gerade leider nicht. Toll, 91 Münzen, aber was haben wir davon? Ah. Oh Gott, ich glaube, das war's. Ich glaube, das wird es gewesen sein. Oh crap. Yep. So ein vielversprechender Run und dann mache ich wieder sowas draus. Es tut mir wirklich leid. Irgendwo tut es mir schon fast leid, dass ich so blöd teilweise dann spiele und solche Runs dann noch irgendwie versaue. Vielleicht beim nächsten Mal. Übrigens hier, das cool Stuff finde ich schön, zeigt auf Skatole. Das ist tatsächlich cooler Stuff. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.